Bei einer heftigen Gasexplosion in einer mexikanischen Pipeline sind mindestens 7 Menschen verletzt worden. Benzindiebe hatten am Montag ein Loch in die Pipeline nördlich der Hauptstadt Mexico City gebohrt und dabei den Brand verursacht. Hunderte Anwohner mussten evakuiert werden, die Flammen schlugen bis zu 40 Meter hoch. Nachdem es gelungen war, die Ventile der Pipeline vorübergehend zu schließen, konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Bei den Verletzten handelt es sich um Bewohner naheliegender Häuser, die bei der Explosion beschädigt wurden. Wie es ihnen geht, ist bisher nicht bekannt.